Darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen den ERC Ingolstadt. Darf ganz herzlich beide Trainer hier im Presseraum der Lanxess Arena begrüßen. Rich Chernomaz zu meiner Rechten, den Cheftrainer des ERC Ingolstadt und den Cheftrainer der Kölner Haie, Niklas Sundblad zu meiner Linken. Darf zunächst unseren Gast zu seinen Kommentaren geben, Rich. Guten Abend zusammen. Nächster Punkt, ich denke mal, ein guter Anfang heute. Die ersten 30 Minuten vor dem ersten Tor von Köln, ich denke mal, er hat nur 9 Schüsse auf Tor. Wir haben hart gekämpft für unser erstes Tor, aber in der ersten Drittel haben wir 2 Dummy-Strafe gemacht. Und in der zweiten Drittel nach dem ersten Tor von Köln, wir haben einen individual Fehler gemacht auf dem ersten Tor. Und dann sie hat viel Momentum die letzten 10 Minuten, zweite Drittel. Und wir waren glücklich, so einen Punkt zu machen, zu holen in die letzte Drittel, weil sie hat 3 super Chancen in den ersten 5 Minuten von der letzten Drittel. Und Ian Gordon hat 3 super Saves gemacht. Und ich denke, wir hat hart gekämpft in den letzten 10 Minuten bis Ende für den Punkt zu machen. Aber zu gewinnen in dieser Liga, du musst immer spielen für 60 Minuten. Und bei der Mannschaft hat sehr hart gekämpft. Sehr 2 gute Schüsse gemacht. Aber wir können besser spielen, wenn wir diszipliniert für 60 Minuten mehr effektiv zu spielen. Aber Köln hat auch sehr hart gekämpft heute und sie hat 2 Punkte verdient im Spiel heute. Danke. Vielen Dank, Rich Chernomaz. Sunny, dein Kommentar bitte. Schönen guten Abend. Genau wie Rich ja gesagt, der erste 30 Minuten war in der Stadt sehr überragend. Ich glaube, nicht so toll. Die erste Dritte war ganz, ganz schlecht von unserer Seite. Dann haben wir ein bisschen Reihe umgewechselt in der Mitte vom zweiten Drittel und dann kriegen wir zurück. Wir haben richtig gute Momentum gekriegt. Letzte 10 Minuten in der zweiten Drittel war sehr, sehr stark. Und da können wir vielleicht 2, 3 Tore machen. Da haben wir ein gutes Spiel, da haben wir gut gedrückt gekriegt in der letzten Drittel. Der kriegt dann 5-3. Und der spielt sehr gut. Der hat sehr, sehr gut gehabt, das ganze Spiel für uns. In Overtime 4-3 haben wir einen Pfosten gekriegt da, aber dann in Schüler haben wir gewonnen heute. Muss man sagen, es ist stark im Moral von der ganzen Mannschaft zurückkommen von einem so schlechten Start und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft und der hat sehr, sehr gut gehalten. Und, jetzt vorbereiten für die Derby gegen Düsseldorf, nächstes Spiel. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe noch andere Endergebnisse. Straubing schlägt nach Penalty-Schießen Hamburg mit 5-4. Nürnberg unterliegt Berlin mit 2-5. Wolfsburg schlägt Iserlohn mit 1-0. Und Mannheim verliert gegen die DG mit 2-3. Noch nicht zu Ende Hannover-München beim Stand von 2-6. Gibt es Fragen an die Trainer? Das ist in diesem Rahmen nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Rich Chernomaz und Niklas Sundblad. 2 Tage ist Derby, nächstes Heimspiel, 9. Januar 2011, Gegner Hannover Scorpions, 14:30. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen und einen guten Rutsch.